liebe Zuschauer, und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Und es ist schon echt lange her, dass ich dieses Spiel oder ein Spiel in dieser Spielreihe gezockt habe. Ein Jahr, wenn man jetzt mal auf die Statistik guckt. Stopp. Ja, Leute, wir spielen heute FIFA 19 Ultimate Team Footdraft. Ja, kein Plan, Leute, es ist schon echt lange her, dass wir FIFA hier auf diesem Kanal hochgeladen haben. Und heute machen wir das jetzt mal. Deswegen Teilnahme, 15.000 Münzen. Für die Leute, die das Prinzip von Footdraft nicht kennen, ganz einfach. Man wählt sich eine Formation, kriegt ein paar Random-Spieler, spielt vier oder drei Spieler, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann am Ende kriegst du fette Packs, Leute. Ja, da haben sie recht. Hola, qué tal, Alter. Junge, boah. Bale oder Kante, Bale oder Kante, Bale oder Kante. Linker Flügel. Oh, Alter. Digga, Coutinho hat zwar nur 82 Tempo, aber das Dribbling und der Schuss ist exquisit. Wow. Digga, wir müssen eigentlich hier mit Modric gehen, so von dem Ding her. Leute, ich würde mal sagen, wir nehmen den Torwart, aber ich mache meine Augen zu, so von dem Ding her. Und dann scroll ich einfach random rum und nehme einen, okay? 3, 2, 1, go! Also ich habe echt gar keinen Plan, ob das jetzt Silber oder sonst was ist, Leute. So, ich scroll hier mal durch, Leute, und bei dem, wo es hält, den nehme ich. Komm, komm, komm. Ich luke auch nicht, versprochen. Bruh. Jan Sommer. Oh nein, Digga, Ter Stegen! Und ich nehme diesen kleinen Jan Sommer, Digga, der vielleicht 1,80 groß ist. Testing! Testing! Test! Ich würde noch sagen, Leute, die drei Spielerchen machen wir zusammen und die Auswechselbank mache ich alleine und dann sehen wir uns. Da kommt Pirpo! Pirpo! Digga, seit wann hat Pikenos 59 Tempo? Alter! Digga, ich habe schon fett lang kein FIFA mehr gespielt. Digga! Ran, Alter! Ey! Boah! Okay, Leute, ich mach mal den Rest von Team und dann sehen wir uns gleich wieder, oder? Es gibt hier noch einen richtig krassen, aber was ich nicht denke. Oh shit, Digga! Oh mein Gott, Digga! Alex Telles. Boah, die Albings habe ich schon jemanden. Wir nehmen hier einfach Sergi Roberto Firmino. Sprachen lernen, Bubble. Oh, je suis El Peras, ich habe eine kleine Penis. Ich bin Romazinho Alani aus Saracatara, ich spreche Spanisch. Und ich bin der Uwe, bin auch dabei. So Leute, Alter, wir haben ein krankes Team vom, allein von den Spielern her, aber ich sortiere mal ein bisschen, guck, was wir rausholen können und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Boom, Freunde, Alter, gebt euch den Shit hier mal. Ich konnte leider nicht mehr rausholen, so, weil ich habe echt keinen passenden Stürmer gehabt, aber wir haben eine Bombenbank, also ich werde, Pogba werde ich einwechseln für den kleinen Pisser hier, der da chillt, Bardi. Und vielleicht stelle ich ein bisschen um, keine Ahnung, aber ich finde es schon ultra stark. Vielleicht Firmino werde ich wahrscheinlich für Auba auswechseln. Also Auba werde ich in Sturm packen und dann die Eike nach links, damit es richtig fett geil ist, so von dem Ding her. Wahrscheinlich in-game. Aber Leute, jumpen wir mal ins erste Spiel oder bis zur Trikot-Auswahl. Bis gleich. Oh my goodness. Alter. Ja, das Team ist auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern, ne? Aber egal, Leute, wir können ihn bezwingen. Epic Music an, los geht's. Komm, ja, den Pass und jetzt schick ihn hoch. Und jetzt lauf, Bale. Nimm dein Tempo mit, Digga. Nimm ihn auf die Außen. Leck mich am Arsch. Bruh. Ah, Digga, das ist nicht so gelaufen wie geplant. Komm. Komm wieder zurück. Jetzt durch die Lücke, Digga. Es gibt keine Lücke, aber wir ballern ihn drauf. Ballern ihn. Pam! 1:0, Motherfucker. Ab geht's, Leute. Oh no, Digga. Nee, Digga, komm. Komm. Nee. Oh. Puh.
bestehst weg, du! Komm, pfeif ab. Halbzeit. Halbzeit. Halbzeit, Bruder. Halbzeit. Ah. Halbzeitstand, Digga. Wir haben mehr Schüsse, Digga. Auf jeden Fall Schüsse, mehr Schüsse aufs Tor. Wir hatten mehr Ballbesitz, aber das Leben ist hart. Bruder, willst du jetzt auch mal auf weiter drücken? Oder sollen wir hier die ganze Zeit in den scheiß Dinger warten? 5, 4, 3, 2, 1. Der hat einfach eiskalt gewartet. Digga, er drückt nochmal Start. Was ist jetzt los? Tor, Alter! In your face! Pam! 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 Die Kombination, die war zwar scheiße, aber Del Piero ballert den einfach rein, ob Kombination gut oder nicht. Boah, ich bin ein Rohrverlegen. Oh no! Oh no! Oh motherfucking no! No! Oh mein Gott! Digga! Die Fischkontur hat ihn raus, Alter! Replay bitte! Zurück, Alter. Tiki-Taka, Tiki-Taka, Chakalaka. Komm, Pogba, nimm den einfach, baller ihn rein, Digga. Gib auf, es reicht langsam. Gataka Samba. Oh mein Gott, nein. Oh, egal, ein Ehrentreffer, ne? Den kann man schon mal gönnen, du. Wir haben gewonnen, Leute. Finally, die erste Runde Foot Draft haben wir entspannterweise für uns entschieden, Leute. Vielleicht war ein bisschen Luck dabei, der Gegner war jetzt schon scheiße. Aber nicht ganz so scheiße, Leute. Hier seht ihr es, wir haben noch 3 Spiele übrig. So, das war jetzt das erste Spiel. Das soll es auch von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt auf den zweiten Teil hiervon, dann lasst einen fetten Like da und an eurer Resonanz sehe ich, ob wir die nächsten 3 Spiele oder je nachdem, wie weit wir kommen, im nächsten Part machen sollen. Also, haut rein, macht's gut und auf Wiedersehen.